Wir sind hier in Trondheim. Heute ist das Fest des heiligen Olaf und wir sind ganz in der Nähe des Nidarosdoms. Und bei mir ist der Bischof von Trondheim, Bischof Erik Warden. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Zeit, die Sie haben an dem langen Tag. Wir haben heute gefeiert, Sie haben das Pontifikalamt im Nidarosdom gefeiert. Welche Botschaft, was sagt uns der heilige Olaf, der ja 1030 gestorben ist als Märtyrer, heute für die Kirche in Norwegen und darüber hinaus? Das ist, würde ich sagen, vor allem ein Zeugnis, ein Beispiel der Treue. Olaf ist nicht als Heilige geboren. Seine Jugend war wild. Er ist dann in Rouen getauft worden und wurde nachher, so sagt uns die Legende, ein neuer Mensch. Und das ist für alle heute die Hauptherausforderung, die uns der Glaube stellt, neue Menschen zu werden. Und ich denke, diese Gedenktage und die konkreten Beispiele der Heiligen sind sehr wichtig dabei. Er ist Märtyrer, der Märtyrer tobt, gestorben. Wie stark spielt das eine Rolle? Sie haben das ja auch in der Predigt noch erwähnt, dass gerade das Martyrium ein wichtiges Zeugnis ist, das Blutmartyrium, sozusagen das Blut für Christus zu geben. Ja, ich denke schon. Und die Bereitschaft. Am Anfang dieser Feier, wir feiern ja das Fest mit einem Triduum. Und am ersten Abend lancierten wir die norwegische Übersetzung eines Buches, des Buches von Martin Mosebach über die 21 koptischen Märtyrer. Und ich denke, das Buch gibt uns auch einen Rahmen aus unserer Zeit, um also die Relevanz dieser Thematik zu verstehen. Also wir leben Gott sei Dank in einem friedlichen Land. Wir können unseren Glauben ohne große Schwierigkeiten ausüben. Aber wir müssen des Zeugnisses der Märtyrer gedenken und auch bereit sein, selber uns öffentlich zu Christus zu bekennen, kohärent leben. Was ist die Situation eigentlich der Kirche hier in Norwegen? Sie ist ja eigentlich im Wachstum begriffen durch die Immigranten, aber auch die Norweger, gibt es einige Konvertiten, auch gerade auch hier, glaube ich, in Trondheim. Wie ist da die Entwicklung der Kirche? Also unsere katholische Gemeinschaft hier ist klein, aber wie Sie sagen, ja, langsam wachsend und Gott sei Dank, denke ich, wirklich vereint und in der großen Vielfalt, denn unsere Gläubigen kommen ja aus sehr vielen Ländern, 130 Nationen sind in unserer kleinen Prälatur präsent. Ja, und ich denke, also diese tägliche Herausforderung, aus einer Vielfalt in Christus eine Einheit zu schaffen, Herausforderung ist gewaltig, aber auch freudig. Und also man spürt ja diese Freude in diesen Tagen und also die gute Stimmung, dass die Leute einfach froh sind, katholisch zu sein, zusammen zu sein, einander helfen zu können. Viele Leute sind auch zu Fuß gepilgert. Viele Jugendliche sind da, also die Kirche lebt und also dafür muss man einfach Danke und Halleluja sagen. Es gibt auch ein besonderes Ereignis noch an diesem Fest des heiligen Olaf, nämlich dass EWTN in Norwegen begonnen hat, gestartet ist in diesen Tagen. Wie wichtig, welche Rolle kann EWTN hier im Dienst für die Kirche spielen? Ja, das werden wir entdecken, aber ich freue mich sehr über diese Entwicklung und also wir wollen ja alle die frohe Botschaft vermitteln. Und da müssen wir, da sind alle Mittel nötig. Und also über diese Zusammenarbeit von EWTN und unserem einheimischen Santa Rita Radio freue ich mich sehr. Und ich denke, also so weit ist der Kontakt wirklich sehr, sehr konstruktiv und freudig. Ja, ich freue mich auf die Zukunft und auf die Entwicklungen. Welche Hoffnungen verbinden Sie damit, auch im Sinne der Evangelisierung hier in Norwegen? Also ich denke, wir müssen einfach versuchen, wie auch unsere Vorleserin heute Morgen sagte, die Frohbotschaft des Sieges Christi über den Tod in unserem Leben einzuverleiben und auch mit Worten, mit Bildern, mit Geschichten zu vermitteln, dass der Glaube wirklich also etwas Reelles ist
Und ich denke, Radio, Fernsehen, diese Möglichkeit des weitreichenden Zeugnisses, das ist alles sehr spannend und wichtig. Ich denke, also solange wir dadurch die Wahrheit in Liebe ausdrücken können, dann ist sehr viel möglich. Denn also auch unsere Zeit sehnt sich ja nach der vollen Wahrheit. Und wir wissen, die Wahrheit hat einen Namen, hat ein Gesicht. Jesus Christus, vielen Dank, Bischof Erik Warden, und noch einen gesegneten Festtag des heiligen Olaf. Ich danke Ihnen. Danke, dass Sie gekommen sind.